Sie kennen garantiert den Klassiker in der Ladungssicherung. Die Palette ist so schwer, die kann gar nicht verrutschen. Aber das ist ein Trugschluss, ein zum Teil gefährlicher Trugschluss. Denn nicht das Gewicht der Ladung bzw. die Gewichtskraft ist ausschlaggebend, sondern vielmehr das Plus an Reibungskraft gegenüber der Beschleunigungskraft. Diese Palette muss also zwingend zusätzlich gesichert werden. Und dies kann, wie vorab schon mal berichtet, mittels der Multiwall formschlüssig geschehen oder aber wir arbeiten kraftschlüssig. Was genau ist dafür zu tun? Dazu brauchen wir zunächst ein sehr wichtiges Hilfsmittel für korrekte Ladungssicherung. Dafür brauchen wir einen Besen. Steinchen unter der Palette würden wie kleine Kugellager wirken. Und darum gilt es zwingend, die Ladefläche besenrein zu halten. Beim Transport bewegter Ladung gibt es immer zwei Gegenspieler: die Reibungskraft und die Beschleunigungskraft. Und die Beschleunigungskraft gilt es durch behutsamen Umgang mit Gaspedal und Bremse kontrolliert zu reduzieren und die Reibungskraft zu optimieren. Letzteres durch Erhöhen des Anpressdruckes der Palette auf dem Fahrzeugboden mittels Niederzurren. Und zusätzlich durch Erhöhen des Reibwertes mittels Unterlegen von Anti-Rutschmatten. Der Nachteil der Anti-Rutschmatte: man kann sie vergessen. Die Lösung dafür: der Krone Safety Floor. Eine vollflächige, rutschhemmende Beschichtung des Holzbodens. Quintessenz: die Anti-Rutschmatte ist vergesslich, der Krone Safety Floor verlässlich.